Harry sagt Hallo und guten Morgen heute am 29. April 2024. Es ist genau 9 Uhr und wir haben 22 Grad. Kein Wind, ein leichtes Lüftchen, würde ich sagen. Ja, dann geht's mal wieder los heute. Strandspaziergang. Das aktuelle Wetter, ihr seht selber, wir haben fast blauen Himmel, ein paar Wolken dazwischen. Und in den Bergen, da hängt es wieder wie gewohnt, wie auch gestern, direkt hier neben dem Palm Beach, doch ein bisschen tiefer drin. Schauen wir uns später noch mal genauer an. Ja, an dieser Stelle gleich, weil es mir einfällt, am kommenden Freitag. Da wird es wohl eine Stunde später werden, 17 Uhr. Also nicht 16, sondern 17 Uhr. Ich hoffe, dass ich alle erreiche, die kommen. Denn ich habe vorher einen Termin und es wird mir dann zu knapp. Also werde ich sicherheitshalber sagen, 17 Uhr unser Treffen am Leuchtturm am Faro, kommenden Freitag. Und da gibt es dann auch den Plan B, wer möchte, und die Tassen und die T-Shirts. Die gibt es übrigens alles auch im Organic Food in der Sita, neben dem Café Zipf. Und ja, das Meer, das gibt es hier. Und jetzt mittendrin statt nur dabei, machen wir gleich die Temperaturen. Heute Nacht an der Hauswand waren es knapp 18 Grad und die Höchstwerte werden heute erwartet so um die 26 Grad. Sonnenaufgang war um 7.22 Uhr und um 20.35 Uhr ist Sonnenuntergang. Die Gezeiten am Strand von Maspalomas um 11.21 Uhr ist Niedrigwasser. Also so um 11:30 und um 17.30 Uhr ist dann wieder Hochwasser. Das heißt, wir haben jetzt ablaufendes Wasser. Und bequemes Strandwandern, würde ich sagen, weil jetzt ist ja der Strand auch schon breit. Bis 15 Uhr kann man also ganz wunderbar hier am Strand entlanglaufen. Also die ideale Zeit und um 17.37 Uhr ist wieder Hochwasser. So, da ist ein kleiner Fisch, der zappelt. Dann nehmen wir ihn und packen ihn ins Wasser. Ja, das war wohl ein Einzelfall. Ja, ich war ja gestern unterwegs im Jumbo-Zentrum. Da wird die Woche noch richtig viel los sein. Ich werde noch mal hinfahren und werde mir das ansehen. Und ich bin mit Sicherheit auch den einen oder anderen Abend dabei. Da ist es ja immer ein bisschen schriller, ein bisschen lauter. Also wer sehr lärmempfindlich ist, oder der muss sich dann da schon Abstand suchen. Aber ein Event, was viele Menschen anzieht. Jetzt haben wir noch mal so ein richtig eindrucksvolles Bild. Mal gucken, bis die Spaziergänger hier vorbei sind. Oder können wir trotzdem machen.
sollte man nicht vergessen beim Laufen hier. Gehen, wandern, dann eben Sonnenschutz. Ich merke das jetzt gerade so, wie stark die Sonne doch ist, wenn da so ein kleines Wölkchen ist und die Sonne dann wieder vorkommt. Also nicht vergessen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter rein, denn das ist sehr gut gegen den Wasserwiderstand zu laufen. Und die Spiegelung jetzt hier im Wasser, einfach nur schön. So, was liegt an? Ja, immer noch der Punkt mit der, ja, wie soll ich sagen, Gran Canaria Treff. Wer ist wann wo hier und wer hat welche Interessen und sucht dazu jemanden oder wer hat eine Idee, was er machen könnte und möchte die anderen davon informieren. Zum Beispiel, es kommt jemand im Juni. Wer möchte Wandertouren machen, wer schließt sich mit an? Oder wer weiß, wo man hingehen, tanzen kann und das dann eben auch mit anderen zusammen. Oder Skat spielen oder Bridge oder Bowlen gehen. Und das sind so die ganzen Möglichkeiten. Und jetzt fällt mir gerade was ein, hätte ich fast vergessen, und zwar, ich habe heute Termin bei Martin und Sabine Sondermann. Die haben ja eine Praxis und die Praxis erscheint, erstrahlt im neuen Glanz. A, die Praxis vorstellen und dann B, was die beiden so machen. Wir haben ja schon mal ein Interview gegeben und das machen wir jetzt nochmal, beziehungsweise es hat sich ja viel verändert, auch in der, im Gesundheitswesen, sage ich mal. Das, was früher aktuell behandelt worden ist und was heute aktuell behandelt wird, um welche Themen, um welche Problematik geht es da, was kann man machen? Martin ist Osteopath und Sabine ist Naturheilmedizinerin, das heißt, sie berät natürlich zusammen mit Martin und macht auch Akupunktur. Aber mehr werden wir von unserem Team Heilpraktiker und Osteopath nachher erfahren. Also seid gespannt. Und aus Erfahrung weiß ich, die haben schon vielen Menschen sehr, sehr gut geholfen. Mir persönlich auch. Und deswegen sage ich, freue ich mich drauf, auf den Termin heute ganz besonders. Und ich werde da auch dann in dem Vorfeld des Filmes dann den Weg dahin aufnehmen, wo das ist, dass man das auch gut finden kann. Ja,
Das wollte ich ja schon vorher ankündigen, aber es ist ja noch rechtzeitig. Was war noch? Irgendwas war noch die Woche. Ah ja, Donnerstag. Larifari. Tino und Lucky laden ein. Es gibt auch wieder Live-Musik. Donnerstag ist Larifari-Tag. Wer dazukommen möchte, um 20 Uhr. Gute Musik, gutes Ambiente. Man kann auch tanzen. Und hausgemachte Sangria. Von der Tine immer hausgemacht, frisch gemacht, auf den Punkt gemacht, nicht vorbereitet, sondern dann, wenn die Bestellung reinkommt, in Weiß und in Rot, die Sangria, müsst ihr mal probieren. Donnerstag. So, wie gesagt, Freitag dann der Tag am Faro, etwas später, 17 Uhr. Ja, und der Reihe, ich weiß nicht, ob es immer der gleiche ist, aber ich kann mir es gut vorstellen. Da ist einer und der ist fast immer jeden Morgen da. Ja, und die versuchen hier ins Wasser zu gehen, wo die Steine sind. Ich habe es euch gesagt, das funktioniert nicht. Man geht hier nicht ins Wasser bei diesem Wasserstand, denn man haut sich da nur die Füße auf. Ein paar hundert Meter weiter Richtung Charka und das sind noch auch wieder der andere Vogel. Ja, das ist nicht der Einfüßige, nein, das ist, und der Reiher, der nimmt jetzt auch die Reis aus. So, dann lassen wir die auch in Frieden. So, ich nehme euch noch ein bisschen mit zurück. Gestern hatten wir die Abendstimmung von der Charka auf dem Weg Richtung Campo International und jetzt machen wir das mal umgekehrt. Die Morgenstimmung Richtung Berge. So, das ist jetzt der Blick hier Richtung Berge im Vergleich zu dem Video von gestern Abend. Hängen die Wolken aber ungefähr in der gleichen Richtung. Ja, diese Kurve hier, das ist die schönste. Und dann da vorne, wenn es über die Brücke geht,
Spiegel und wie toll man diese Palme hier im Wasser sieht mit den Wolken. So, hier ist nochmal der freie Blick über den Barranco Richtung Gusenrad. Ja, ich werde es mir mal genauer ansehen, da drüben auf der anderen Seite, wo man die neue Leitung verlegt hat. Und man muss das ja mal ein bisschen genauer betrachten. Hola, wandert ihr? So, damit möchte ich mich jetzt verabschieden und sage hasta luego. Und ich hänge euch noch ein Video vom Plan B mit hinten ran, wer es sehen möchte. Und weiß dann genau, um was sich's handelt. Hasta luego.